Also um 23:30 fange ich keine neue Mission mehr an. 1-5, die Geheimeinrichtung ist in Ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Ich muss sagen, XCOM ist ein schönes Spiel. Ja. The squad is concealed. Es würde ich selten, dass ich ein Spiel viermal spiele. So. Wir sind alle verborgen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. So, wir kennen die Map schon auswendig. Wir waren schon mehrmals hier. Ne, die ändert sich auch irgendwie nicht. Aber wir wissen, dass die Gegner unterschiedlich sein können. Momentan mache ich immer auch noch eine Menge Nebel. Gehen wir mal langsam vor. Wir haben nämlich alle Zeit der Welt hier. Ja, drei Sektor. Also ich wette, auf jeden Fall ist hier mindestens ein Sektopod. Ne? Und wahrscheinlich zwei Andromedons mit ein paar Archon-Gruppen. Also hier kann wahrscheinlich einiges auf uns zukommen. Es ist auch riskant, aufs Dach zu gehen, ohne die Einheiten parat zu haben. Deswegen sollten wir mit allen Leuten nachziehen. Roger that. Auf jeden Fall will ich aufs Dach, das ist schon mal sicher. Moving to designated coordinates. Also die Leute, die mir schon öfter zugesehen haben bei der Mission, das Dach ist unser und wir werden die Türme aus der Ferne beschießen. Okay. Beim letzten Mal hatten wir vier Gunner dabei. Wir haben es sogar geschafft bis zur Verstärkungsgruppe. Aber alleine haben wir es dann nicht mehr gekriegt. Bis zur Verstärkungsgruppe haben wir es geschafft. Wir gehen aber langsam vor. Ich muss wissen, wo die Gegner sind. Man hört schon mal ganz andere Gegner. Ich habe ein bisschen Angst, aufs Dach zu gehen. Lass uns mal hier vorversammeln oder erstmal reingucken hier ins Haus. Vielleicht können wir da was erkennen. Heading there now. Okay, ein Andromedon und ein Archon. Einer steht momentan neben meinem Auto. Ja, die sind ein Problem für uns. Allein nur deswegen, weil wir nicht hier oben hingehen können, wenn die da patrouillieren. Das heißt, diese Gruppe sollten wir auf jeden Fall ausschalten. So, wie sind denn die Chancen? 92%, aber am Stealth. Damit würden wir die Gruppe aufdecken. Ist aber die einzige Gruppe. Sollte eigentlich recht safe sein. Hat momentan eine Rüstung, aber Meld hat vorhin einen Perk bekommen. Das heißt, er macht Rüstung dezimieren. Wir nehmen Doppelschuss und starten sofort diese Gruppe. Hit the armor. We're visible here. Einmal getroffen. Okay. Mist. So. Wir können Sichtkontakt schießen. Kein Sichtkontakt. Wahrscheinlich wegen den hohen Deckungen hier, aber wir könnten drüber werfen wahrscheinlich. Gucken wir es mal. Hitchi. Hitchi ist unter unser Grenadier. Nehmen wir eine normale Plasmagranate. Könnte man Deckung wegnehmen. Besser als nichts, ja. Je vous prépare une petite surprise. Besser als nur eine Gruppe. Zweimal schießen. Ich würde sagen, die Serie wird eh wieder aufgeführt werden. Wir starten mal die Serie. Killen den Andromedon. Die Serie können wir wieder auffüllen. Aber jetzt wird erst die Gruppe stirbt ohne Mimik. So. Müssen wir ein bisschen mehr Schaden machen. No problem, Boss. Here, catch!
on my way. So, wie viele Leute haben wir noch einsatzbereit? Vorderte kann auch schießen. Coppelius wirft wahrscheinlich die Mimik, wenn wir die nicht töten, so töten können. So. 18 Leben hatte Arkon. 14. Vorderte sollte in der Lage sein, den zu töten. Ja, es kann sein, dass nicht. Es wäre natürlich blöde, wenn. Aber so haben wir doch einen Schuss auf ihn. Ich will keine Mimik nutzen. Das heißt, wenn wir es machen wollen, müssen wir es jetzt hier mitmachen. Oder wir schießen erst ihn an. Mit Doppelschuss. Dann wird das sicherer. Machen wir das so. Die Chance wird aber schlechter, ja? Aber was soll's. Augen zu und durch. Erledigt. Repeater. Erledigt. Repeater. Hammer. Eine Mimik. And I hope you enjoy it. And I hope you enjoy it. Ja, jetzt können wir sogar noch im Feldposten gehen, ja? Alright. Okay, das war die erste Gruppe ohne Mimik. Das lief so ganz gut. Wir haben eine Menge Schaden verteilt, ne? Vor allem erledigt. Erledigt. Repeater, ne? Come get some. Ja. Wenn eine Gruppe jetzt patrouilliert, will ich sie nicht unbedingt aufdecken. Aber ich bin momentan nicht verstohlen. Geh mal weiter zurück. Seems doable. Hey Victor, ich grüße dich. Sehr gut. Ab wieder ins Concealment. Ist halt nur schade, dass wir die Ranger alle beide aufdecken mussten. Die Mimik haben wir nicht geworfen, wenn du schon weiter vorne bist. Ameld, ja, das ist Oberhammer, dass der mal eben Rüstung schreddert aktuell. They won't see a thing. Das ist ja völlig eine passive Eigenschaft, das ist richtig, richtig gut. So. Wie weit können wir hier gucken? Sieht das ganz gut aus? Ja, hier sind zumindest keine Einheiten. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. I'm on the move. Nubidubidu, ich grüße dich. Hostile targets in sight. Na, seht ihr, das war schon mal gut, wenn wir die schon mal entdeckt haben. Hm. Ja. Also ich würde ungern da oben sprengen. Ungern. Wir haben Bluescreen-Munition geladen. Das heißt also, der Mac sollte kein Problem darstellen. Ich würde sagen, wir versammeln uns hier vorne. Whatever you say. Und wenn wir dann die töten wollen, dann rennen wir mit allen Leuten hoch und vernichten die kurz. C'est tout bon. Wer weiß, wie lange sie diese Lagereinheiten hier unten schon betreiben. Roboter kann jederzeit hochgehen mit dem Kletterhaken. Die müssen wir nicht davor stellen. Test die auch vorher mal. Ne? Dass ich Mist laber. Ja, wir können jederzeit hier hochgehen. Jederzeit. Deswegen bleiben wir hier. Ich will ihn noch gar nicht im Feldposten packen. Nicht, dass er da irgendwie Sicht bekommt und auf irgendwas schießt, was wer anders sieht. Nachladen ist momentan noch kostenloses Nachladen. Das vermeide ich aktuell noch. Deswegen lade ich jetzt nicht mit Roboter nach. I have to make a big decision. Eyes on the prize. Come get some. So, alle Mann mal nachladen hier in Ruhe. Außer Vorläuter. Ready to work. On Overwatch. On Overwatch. We are ready. Rock and roll. Ungern würde ich jetzt Melt außer Verstohlenheit holen, aber wenn die da stehen bleiben, werde ich mit Melt die Gruppe starten. Ich habe halt nur Angst, dass die runterspringen, ne? Das ist die einzige Angst, die ich habe. Denn dann komme ich nicht so einfach an denen ran. On Overwatch. Wenn wir natürlich jetzt eine andere Gruppe aufdecken, dann kümmern wir uns zuerst um die. Okay, sieht aber ganz gut aus. Ich hoffe, wir haben hier noch ein paar Dormendons. Versuchen wir den sofort zu töten. Den Mac hier. Gucken uns mal kurz die Werte an. Wenn wir jetzt also aus dem Concealment gehen. Schattenangriff +25. +25. Das heißt also, die Chance besteht,
ist 25. Das heißt also, wir haben danach 75. Der nächste Schuss ist 75%. Okay, den nehme ich. Wenn der Mac tot ist, ist er tot. Da haben wir nur noch diesen Dillo-Träger. Und selbst wenn wir alle im Feldposten gehen, der kommt niemals an uns ran. Niemals kommt der an uns ran. Okay. Krüt, krüt. Und nochmal. Na gut, das war 75%. 79. Also fast 80%. Versuchen wir keine Granate zu nutzen und töten die. Gut ist schon mal, die sind nicht runtergesprungen. Versuchen wir das hier ohne Granate zu erledigen. Ich will das Dach heile haben. Polo zielen auf ihn. Relocop, hau rein, Mann. Wow. Chikatilo hat 15 Euro gespendet und sagt, hallo, du bist der Hammer. Ich finde das super, wie du deine Vorgehensweise erklärst. Macht es dir Spaß zuzuschauen. Danke dir. Ja, vielen, vielen Dank für den Support. Vielen, vielen Dank dafür. Hast du mal Stecher gekriegt? Wir haben Stecher gekriegt. Wie Hammer ist denn das? Los, komm nochmal. Leute. 89% daneben. Ja, auf dem Dach ist es recht safe, weiter vorzugehen. Na gut, tun wir mal so, als hätten wir den Stecher nicht gekriegt, ja? Der ist wichtig. 70%? Kriegen wir das irgendwie besser hin? Komm mal hoch hier. So, tell you what, let's get started and do it. Wir brauchen hier richtige Männer. Aber weißt du was? Der ist schon mal instant tot hier, der Kollege. So, jetzt haben wir noch zwei Pistolenschüsse. Gibt den Leuten hier schon Holovisier, aber nein. Sie wollen einfach nicht treffen, ne? Sie wollen auch einfach nicht treffen. So, jetzt sind wir alle auf dem Dach. Das Dach ist heile. Das ist schon mal eine Menge wert. Unser Dach. Der fliegt wie Superman. So. Ja, können wir abchillen hier. Ja, mit Vorderteil will ich nicht nachladen. Wie gesagt, der hat immer noch sein kostenloses Nachladen. Alright. Affirmative, covering now. En vigilance. So, wir haben noch. Momentan gehen, Lock, der kann ein paar Stunden halt gehen. Going dark. Ein bisschen Angst habe ich, dass hier vielleicht genau vor uns Gegner sind. Lass uns mal erstmal hier hingehen. Und dann nehmen wir Coppelius. Hier dürfte ja auch keine Sicht haben. Und dann scannen wir erstmal die Gegend hier. Wenn unter uns nämlich Gegner sind, können wir nicht weiter vorgehen. Nichts in der Nähe, das ist sehr gut. Gut, dann erstmal alle aufschließen bis zu Coppelius. Und bitte nachladen. Na. Let's have some fun. Let's get crazy. Eyes on the prize. Oh yeah. Ja, jetzt stehen wir hier. We're green to go. Das heißt, wir können an den Rand gehen. Mit einem im Stealth natürlich, nur. Heading there now. Nichts. Nichts. Gucken wir weiter. Nichts. Außer Geräusche. Okay. So, der Grund, warum ich jetzt Burndown weit vorstelle, ist. Ich möchte, dass wenn wir einen Feldposten bekommen, dass wir erst Holozielen bekommen, vor allen anderen schießen. Deswegen, wenn wir jetzt hier eine Reihe aufstellen, muss Burndown als erster schießen. No problem, boss.
Also wenn irgendwie in uns reinrennt, soll sie zuerst schießen. Dann haben wir nämlich Holo-Visier drauf, also Holo-Zielen drauf. Ansonsten müssten dann die Ranger nahestehen, da die halt eine ganz kurze Reichweite haben. Deckung ist nicht wichtig, solange wir niemanden aufgedeckt haben. Let's get crazy. Lass uns noch ein bisschen verrückt werden. So. Ich würde sagen, wir sind bereit, selbst wenn wir jetzt eine Gruppe sehen sollten, dass wir die herschießen. Ja, also wenn wir jetzt mit allen im Feldposten gehen, Bordoga kann das nächste Runde Truppsicht-Feldposten nutzen. I want a big glacier. I'm on it. Via par là. Quiet. Do you hear something? Na, kommt eine Gruppe? Sieht noch gut aus. Gucken wir mal weiter. Nichts. Dann rücken wir alle ein Stückchen weiter auf, außer Vorlauter. Alle hier schön im Gänsemarsch. Der nächste Zug ist dann einfach nur, wir gehen mit einem verstohlenen Ranger runter und suchen nach Türmen. Hey, I'm Bob Ross, and I'm glad you're with me today. Shut up! Listen! Bisschen Angst in dem Haus hier. Hier fehlt nämlich ein bisschen was. Nicht, dass wir alle runterfallen, ne? Ich hoffe, das Feuer hört auf. Gehen wir mal davon aus, das Dach bleibt stehen, ja? Gehen wir erstmal davon aus. So, da jetzt nichts Sonderliches passiert ist, gehen wir jetzt mal langsam runter. Moving to position. In das Haus haben wir schon reingeguckt. Durch die Fenster. So, was haben wir denn hier? Muton. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Also im Haus haben wir bereits reingeguckt, deswegen war ich sehr sicher, dass da nichts drin ist. Wir haben durch die Fenster reingeschaut. Wir hätten schlängst was aufgedeckt. Ja, also wir könnten diese Gruppe jetzt starten. Problem ist einfach nur daran, wenn jetzt zum Beispiel die hier einen Feldposten bekommen, weil er näher gekommen ist. Und Vorlauter entdeckt hier hinten jemanden mit Truppsicht, jemanden, du siehst auf jeden Fall mal zwei Gruppen am Marsch. Wir bleiben also erstmal hier. Hier dürfte ja unaufdeckbar sein. Wir warten einfach mal. Wenn die Gruppe sich bewegt, schießen wir sie zu uns. Got it covered. Affirmative. Covering now. Let's get crazy. Come get some. Vigilance. Und glaubt man, die haben hier oben sehr gute Feldposten. Die haben sich zwar bewegt, aber anscheinend sind sie aus dem Fenster, also aus dem Sichtfeld gehopst. Geh mal weiter. On the move. Moment, sind das... Leichen. Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Ja, wir hatten es einmal gemacht, ne, mit Korbandor, ne, einmal mit Sword Art und Overwatch und dann haben wir eine Gruppe geaddet, die wir auf jeden Fall noch nie im Leben gesehen hätten. So, wir wissen, dass hier eine Gruppe ist, ein Archon, ein Muton und noch irgendwas. So, ich höre aber einen Turm, ich höre ganz klar einen Turm hier, den wir mal haben und ich weiß, dass ich ungefähr ab hier den Turm sehe oder ab hier. Ja, aber wir sollten immer nur einen Move machen, immer nur einen Move. Roger, I've got my eyes on. Deshalb warten wir hier. Fantastic things will happen. Thank you for enjoying. Glaubt man, wir werden noch Action haben hier. Wir gehen jetzt hier ran und so gucken nach dem Turm. Hier ist er nicht. Dann wird er hier sein. Hier, mal warten wir. Nur einen Move.
Hier sieht los. You cannot make a mistake in here. Die werden wahrscheinlich nicht so weit rennen, dass wir treffen können. Wir werden nicht alle im Feldposten kriegen. Wir waren weit weg. So. Der Codex sollte sterben. Kostenlos nachladen. Wir schießen auf den Codex. Weil wir 13 bis 15 Schaden machen. Das heißt, wenn wir treffen den Codex, ist er tot und er macht sich nicht spalten. Deswegen ist der Codex hier Pflicht. Das wird ein Streifschuss, ne? So, den Codex sehen wir gerade gar nicht. De facto ist Angst haben, dass der jetzt zu uns rennt und uns einen Nahkampfschaden gibt, das halte ich für ausgeschlossen. Die bewegen wir weg, weil wir ihn nicht aufgedeckt haben wollen. Wenn er hier ist, sollte er sicher sein. Eine Anlage. Er ist abgehauen. Ja, ist abgehauen. Sehr schön. Holoziehen ist drauf. Aber der Archon ist abgehauen. Erledigt für Peter! Wie geil! Erledigt, Repeater. Hä? Diese Sequenz? Ja, so ähnliche Sequenzen gibt's überall, Goggi. Ja, also bei XCOM 1 war's auch schon so. Aber Repeater, wie geil. Alter Schwede, kann ganz schön rennen deswegen, ja? Alter, konnte der deswegen lange rennen. Der hat Insta-Move gekriegt, obwohl wir ihn erschossen haben, hat er einen Insta-Move gekriegt. Das ist ja mal heftig, ja? Na gut, aber es sollte kein Ding sein hier. Das ist der Archon, der ist abgehauen. Von der Gruppe ist er zu der Gruppe geidet. Vermute ich einfach mal, oder wir sehen ihn nachher irgendwo. Ja, töten sollte ihn jemand, wie zum Beispiel Meld. Ne? Das sollte gut klappen, nehme ich mal an. Ja, er sollte ihn töten. Unser Dach. Haben wir auch durchgespielt, Goggi, ne? Also XCOM 1 haben wir auch durchgespielt. Erst vor dem Legend Run hier. Auf Classic Iron Man. So. Erstmal sollte Holozielen drauf. Holozielen. Hier, du. Holozielen drauf. Streifschuss. So wollen wir das sehen. Enno! Itchy ist Major. Aber muss nicht unbedingt sein. Wie viele Leute haben wir noch? Also Forte kann auch eine Menge regeln. Okay, Coppelius. Hier. Ich weiß, du kriegst ihn zwar nicht tot, aber du kannst mal schießen. Na gut. La Creme de la Creme. La Creme de la Creme. Ja. Ja, wir haben jetzt mal die Möglichkeit, wieder am Feldposten zu gehen, Forderter. Werde ich jetzt hier in der Position nicht tun. Noch einmal kostenlos nachladen. Ich werde nur in den Pistolenfeldposten gehen. Ich habe keine Lust, jetzt noch eine Gruppe aufzudecken. Wenn wir Leute haben, die nachladen müssen. Oder wo jetzt verschiedene Coolers nicht ready sind. It's all wet and slick and it's ready to go. So let's get ready to go and do it. Ja.
Hört sich so an, als wenn hier eine Gruppe ist. An der Tür. Was für Geräusche? Die Leiche hier, die tanzt da wahrscheinlich. What the fuck? Was war das gerade? Okay, der Feuer ist aus, ja? Feuer ist aus. Aber Gebäude steht noch. Da haben unsere Leute durch. Du nicht? I'm ready. It's killing time. Oh yeah. Je mehr Runden vergehen, umso mehr cool uns haben wir ready für die nächsten Gruppen. Da haben wir schon mal eine Andromedon Archon Gruppe weniger. Eine Runde warte ich so, danach bewegen wir gehen lock. Tür, welche Tür? Ja, okay, ein Andromedon würde glaube ich keine Tür öffnen. Der würde einfach durchrennen. Lass uns mal diesen Turm suchen. Haben wir schon 7 von 25? Wir warten wieder. Let's get started. Immer nur eine Runde gehen. Ich habe keine Lust, nochmal sowas wie vorhin zu haben. Zwei Gruppen aufdecken. So ist der Turm. Da haben wir ihn, wunderbar. Dann kann man Vorderseite langsam loslegen. We don't make mistakes. We have happy accidents. Blue Screen Munition ist so geil. Affirmativ, je couvre la zone. Going now. Go get some. Eyes on the prize. Also damit können wir richtig, richtig gute Türme wegschießen hier. Acht von 25. And that's the fun part. You'll enjoy that. Vigilance, overwatch. Got it covered. Affirmative, covering now. Got it covered. Hört sich so nah an, ja? Als wenn die da auf dem Dach wären. Okay, alle sind ready. Gucken wir mal weiter hier. Good copy. Moving on target. Enemy sighted. Na, gucke mal, Schau. Vermute mal. Ne, okay, es kann sein, dass das dazugehörte. Dann wird die Archon-Gruppe vorhin, die wird zu der Gruppe gerettet sein, die wir gerade erledigt haben. Der Archon gehörte zu dem Codex, den wir getötet haben. So, wir sehen schon mal diese Gruppe. Ich will aber nicht aufgedeckt werden. Selbst wenn wir jetzt schießen sollten, bekommen wir irgendwo noch Sicht auf die. Und haben noch eine Seitendeckung. Bewegen werden die sich, glaube ich, nicht. Aber wir können so ruhig starten. Was sollten wir jetzt nicht tun? Hier haben wir noch Sicht. Wunderbar. Wir können darauf hoffen, dass sie sich ruhig einmal bewegen und gehen einmal Feldposten. Sobald Vorderseite noch ballert. Aber ich glaube, die sind zu weit weg. Dass wir Nahkampf. Feldposten kriegen. Wir müssen runtergehen. Das sind drei Gegner. Fordert da, was sagst du dazu? So, 8 bis 10 Schaden, 71 Crit. Also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit würden wir den Kollegen töten. Den fortschrittlichen Elite-Soldaten. Der würde nicht sterben. Aber der würde sehr selig, sicher sterben. Wir starten mal die Gruppe. Hast du das gesehen? Hier ist irgendwer. Ist Genlock eigentlich aufgedeckt? Ich glaube ja, ne? Ah, Genlock ist momentan mit dem wir spähen. Okay, dann passt das. Weil ich würde ganz gerne die. Ich hätte jetzt hier ganz gerne die Abschusszone getestet. Weil alle von unseren Soldaten haben gerade keine Sicht. Keine Sicht auf den Gegner. Das heißt, die wissen gar nicht, was die getroffen hat. Also ich glaube nicht, dass der in der Lage ist, zu uns zu rennen und uns zu schlagen. Bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wenn wir jetzt Feldposten aufstellen, sollte das cool bleiben.
On Overwatch. Sollte sicher sein. Sie haben keine Ahnung, wo es hergekommen ist. Siehst du irgendwas? Nee, ich sehe nichts. Ich gehe auch mal dahin gucken, ganz kurz. Kleinen Moment. Ja, du hast recht. Jetzt würde ich nicht. Ich komme wieder zurück. Okay, dann können wir wieder schießen. Wenn die keine Ahnung, wo es herkommen, ja? So. Fixen wir mal den Archon. Na? Wollte er wirklich nicht kommen? Wieder Musik. Das reicht schon langsam. Besser natürlich, wenn wir unsere Soldaten vorbewegen und vor allem Feldposten kriegen, ja? Aber kann sein, dass er nah genug kommt, dass wir schießen können. Wunderbar. Wunderbar. Sie schießt zuerst. Nächste bitte. Komm. Heute. Direkt vor unseren Füßen, ja? Na, warte mal, ich weiß, wo ihr seid. Ich komme jetzt hoch. Er schießt wahrscheinlich, ne? Penner. Hat unsere Deckung eliminiert hier. Aber wir hatten volle Deckung von hier aus. Aber einen guten Zielwinkel. Ich will nicht unbedingt hier hinrennen, ne? Ist mir ganz klar, dass ich da nicht hinrennen möchte. Ihr möchtet nicht aufdecken. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt hier 91%. Ziehen wir mit Holo-Schießen drauf. Wir müssen also sicher sein, dass wir ihn auch töten. Wir gehen mal nicht zu weit vor. Ansonsten wird es ein Mimic. Holo-Zielen drauf. 77% Holo-Zielen drauf. Hier von einem Treffer bin ich gerade nicht ausgegangen. diese Bonusaktion, ja? Ich liebe sie. Der Stecher, ja. Gefühlte 50%. Am besten nochmal Stecher. Okay. Okay, wir gehen jetzt langsam runter, ne? Jetzt haben wir mittlerweile genug hier vorne weggeklärt. Gehen wir mit unseren Leuten mal runter. Die Beute holen wir uns auch. Brauchen wir keine Brille. Ein Vorlauter kann hier nachziehen hierhin. Okay. Okay. Die Beute ist in der Luft, ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich die kriegen kann. Die Beute ist in der Luft. Hab ich auch noch nicht gehabt. Beute in der Luft. Überragendes Laservisier. Immerhin. What am I doing with this? Moving. Aber unsere Mech-Gruppe lebt noch. Oder das kann auch ein Andromedon sein. Könnte auch ein Andromedon sein. Erstmal ziehen wir mit unseren Leuten nach. No problem, boss. On my way. C'est parti. So. Nachladen. Feldposten. Feldposten. Nächste Runde gehen wir weiter. Wäre super, wenn wir noch eine Gruppe rauslocken könnten, ne? Gehen wir erstmal schauen, wo die sind. Ansonsten gehen wir aufs Dach. Aber sehr gefährlich für uns, das Dach. Alleine. Also wir hätten eine Tür gehört. Ich glaube nicht, dass diese Gruppe hier die Tür geöffnet hat hier. Oder da hinten. Wir gehen langsam vor. Tout de suite. Tout de suite. Whatever you say. Not a problem. Finally. Tout de suite. Come get some. Moving to Overwatch. Ja. Affirmative. Covering now. Wir warten erstmal nur. Später kommen wir zur Entscheidung, ob wir Vorlauter hier hinten hingehen wollen. Ansonsten ziehen wir ihn einfach nur ran und gehen rein. Bei Legend waren es 25 Enemies, das weiß ich noch.
Also nee, es stimmt gar nicht. Es stand 25 plus. Ja, du hast recht. 25 plus. Es werden also nur maximal 25 angezeigt. Also wie war das noch nicht alles hier. Ne? Verstärkungen kommen auch noch, sind auch noch plus 3. Mit dem müssen wir auch noch rechnen. So. Ich habe ein bisschen Angst, was aufdecken, weil wir können nicht viel tun, wenn wir jetzt hier drin was aufdecken und die uns entdecken. Wir können nur wegrennen und bringen uns in eine sehr miese Lage. Ich öffne die Tür noch nicht. Ich werde erstmal hier um die Ecke gucken, obwohl es auch sehr gefährlich ist. Normalerweise müsste ich zurückgehen und von hier aus hier lang gucken. Könntest du auch von hier tun, ja? Okay, tun wir das. Okay, alles clear. Ja, Vorderteil kommt jetzt runter. Er kann von da oben nicht mehr viel erledigen. Das meiste Mal ist gekillt. Shoot, let's get crazy. Ach, was soll's. Guten Tag. Jemand da? Nichts. Kriegen wir das hin, dass Vorderer Sicht da reinbekommt? Hier fehlt leider das Dach, ja? Momentan kommt er nur nach oben wieder. Das Ding ist, ich glaube, das hier ist im Weg. Ich glaube, er wird nicht richtig gucken können. Let's have some more fun. Okay. Da wir nichts entdeckt haben, will ich hier bleiben. Ich will nichts machen. Wir sehen nichts. Okay, vorlauter. I had to make a big decision. Superman. Wir sehen nichts, das stört mich. Ich habe Angst, hier reinzulaufen und was aufzudecken. Bin ich ganz ehrlich. Denn es ist sehr dunkel hier. Ja, ich wechsle einfach nur die Straßenseite hier. So viele Opfer. Mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Immer noch nichts entdeckt. Sehr merkwürdig, ja. Tired of waiting around. Letztes Scan-Protokoll. Wow. Wir sehen die Gruppe nicht. Alter, wäre ich da reingestürmt? Wäre ich hier reingestürmt, ja? Alter Schwede. Okay. Ab wann? Ja, ich kann leider nicht sehen, ab wann ich Sicht bekomme. Ich sehe sie jetzt zwar kurz, aber würde die überall nicht sehen anscheinend, ne? Also, das macht leider der Battlescanner nicht, aber wir sehen die Gruppe nicht. Die ist da. Die wartet. Sie wartet auf uns. Unsicher. Ich würde es wahrscheinlich aufdecken, wenn ich hier hingehe. Ist schon ein Wunder, dass sie mich nicht entdeckt haben, als ich hier lang gerannt bin. Okay, alle Feldposten. Das war gerade echt gefährlich. Hier bewegt sich nicht die Gruppe. Aber das ist echt eine Riesengruppe, ja? Ich traue mich auch gar nicht weiter reinzugehen. Ich bräuchte Sicht auf die permanente Sicht. Aus sicherer Entfernung. Moving to position.
Ja, niemals zwei Runden bewegen. Niemals. Als gecoverte Person. Ich kann nur hoffen, dass sie hier rauskommt. Das ist echt eine Riesengruppe. Gucken, ob wir irgendwie Sicht bekommen von der anderen Seite. Ruhig ein bisschen mehr Abstand als zu nah dran. Hab ich schon wieder, jetzt bin ich zweimal gelatscht. Das darf ich nicht machen. So hatte ich uns letztes Mal reingeritten. Na, wunderbar. Sie kommen raus. Sie kommen raus. Vordert hat Sicht. Jetzt geht's los. Ja, Mann, das wollten wir. Das ist eine ordentliche Überraschung. Ey, guck mal, was da für ein kleiner Soldat ist. Was ist denn das für ein Soldat da? Ich glaube, das liegt daran, dass es eigentlich dafür ausgelegt ist, dass man da frühestmöglich hingeht. Ja, wir haben hier so einen kleinen Soldaten hier. Was ist das denn? So eine kleine Max? Das ist ja witzig. So eine ganz kleine Max. Erstmal kleine Max, ja. Kein einziger großer dabei gewesen. Und hier so ein kleiner Tutsi mit 4 Lebenspunkten. Das macht ein Protokoll bei uns. Meint ihr, war das die einzigen? Alle tot? Ja, 3 Leute liegen hier rum. Das ist der letzte Mann hier. Hi. Ja, ein Turm ist noch auf dem Dach. Okay, aber vor der Gruppe hätten wir echt keine Angst haben müssen, ja? Also das war ja echt heftig. Hey, I'm Slick and I'm glad you're with me today. So let's get ready to go and do it. Overwatch! Ich will trotzdem noch ein bisschen mehr erfahren über das Haus, wer da drin ist. Besser ihn! Ja, stimmt, unsere Ranger machen echt hier ganz wenig Schaden mit Schwerthieb. Schade, kann ich gar nicht angucken. Aber ich glaube, wir machen 3-5 Schaden mit dem Schwerthieb. Ich habe noch das allererste Schwert. That's affirmative. Ich weiß, dass hier Gegner sind, das weiß ich. Guck mal, was für Löcher wir geschossen haben, ja? Alter Falter hier. Beste Overwatch aller Zeiten. Ja, Leute, wir gehen rein. Wir gehen rein. Also weiter vorausgehen muss ich hier nicht. Wir können hier diese ganze Seite einblicken. Wir chillen da hinten. Und unsere Leute gehen weiter vor. On my way! Wir gehen jetzt rein. Wir können auch ein paar Einheiten nehmen und aufs Dach gehen. Ja, aber nicht unbedingt ins Gelbe latschen. Wir bereiten das vor. Okay. Ja, stimmt. Notausgang, ja. Stimmt. Ist ganz gut sogar. Weil meist immer da hinten evakuiert wird. Wende mich da wieder ein. Also Mac lebt auf jeden Fall noch. So. Wollen wir Hallo sagen? Ja, es wäre ein bisschen riskant, ne? Wir gehen erstmal rein. Ja, wir gehen erstmal rein. Oder? Ah, okay, hab mich überzeugt. Wir gehen einmal kurz hier hochgucken. Ganz kurz. Wenn wir Leute sammeln können, da oben sammeln wir erstmal die Leute. Gut, nichts aufgedeckt, wir sammeln um die Leute. Fordert hat die Chance, jederzeit hochzugehen, also kann er da stehen bleiben. Gut, wir warten noch eine Runde ab. First of all, let me take just a moment to thank you for allowing me back into your homes.
Nix überstürzen. Wenn mir noch so viele Gegner sein sollen. So, dann können wir jetzt vorgehen. Tout suite. Wir sind bereit. Niemand, okay? Niemand. No problem, boss. Nichts. Was zum Teufel? Wird da nicht vor oder so als Überraschung? Hallo, da bin ich. Hochziehen. So. Wir könnten noch eine Runde warten. Dann haben wir mit dem oben mehr Aktionsmöglichkeiten. Bevor wir jetzt hier mit dem Fußtrupp weitergehen. Na, wir könnten auch ruhig noch ein bisschen erkunden. Einfach nur zu prüfen, ob da was ist. Understood. Moving out. Na, wir haben hier über Fenster, in die wir reingucken können. Affirmative covering now. Got it covered. Overwatch. Now let's get crazy. I'm on it. Affirmative, je couvre la zone. What was that sound? Marco, werd nicht leichtsinnig. Da haben wir sie doch. Na, kommt mal her zu mir. Nein, Drommeldon, ja, ein dritter. Bipop, bipop. Zwei Archons und ein Andromedon. Das ist schon eine fiesere Gruppe. Ich hoffe, wir hätten nicht eine zweite Gruppe. Bipop, bipop. Aufpassen, dass wir nicht unseren Boden wegballern. Da schreddern wir, oder? Da schreddern wir. So, aber die beiden Archons sind noch voll da. Ich würde sagen, das ist ruhig eine Granate, eine Brandbombe wert. Wir starten damit. Wir haben nämlich Salve mit Hitchi. So, sollten aber auch alle getroffen werden. Kriegen wir das irgendwie hin? Ja, 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 ja. Da ist der Sweet Spot, ja. Und plupp. So, ich wollte es gerne mal sehen. Schredderkanone abfeuern. Kriegen wir damit alle rein? Aber ich glaube aus dem Winkel nach oben ist blöd, ne? Von oben ist immer blöd. Von unten wäre gut. Ja, ist also nicht ganz so toll. Müssen wir von unten aus machen. Kriegen wir also hier nicht mehr hin? So, Burn Down. Mit wem haben wir hier am meisten Probleme? Der hat noch einen Lebenspunkt. Ist da was? Dann schicken wir noch eine Brandgranate hinterher. Bip-bop, bip-bop. So. Burndown. Burndown wird den Mech erledigen. Hoffe ich. Oh, der Mech ist nicht mehr sichtbar. Hä? Wo ist denn der hin? Der ist nicht sichtbar für uns. Das ist ja merkwürdig. Okay. Wie kommt denn jetzt? Ich weiß, dass da was ist. Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sicher. Ist ja merkwürdig, warum sehen wir den nicht? Blue-Stream-Munition. Und 10 Crits, verdammt. So, und die kriegen wir easy tot, würde ich sagen. Die brennen ja auch noch, ne? Oh oh, der Boden hier. Oh oh. Nochmal schießen sollte man nicht. Der Boden unter uns. Der gibt gleich nach. Seems doable. Ja, ich weiß, dass sie Brandschaden bekommen, aber hey. Wenn wir sie schon töten können, ne? Sollte man das nehmen. Streifschuss. I got a piece. I got a pee. Nicht Peace.
Oder da hier. Comes the fun. Wo sind wir? God bless. See you next time. Mal ruhig, nochmal zurück. Mist, ich kann nichts mehr machen. Ich kann ihn aber noch bewegen. Irgendwas kann ich mehr machen, aber es geht gerade nichts. Kann ich das abbrechen? Skyranger rufen? Okay, jetzt geht's wieder. Müssen wir da ruhig ein bisschen zurückgehen. Schnell vorbei die Runde, ne? Ich vermute, wir sind noch einen Turm am Leben. Und die Verstärkung halt, wenn wir das Ding gesprengt haben. Lass uns mal hier um Ecke gucken. Heading there now. Dann hier hin. Okay. Nichts. Weiter geht's. Je suis en route. Shoot, let's get crazy. Moving to Overwatch. Wir bleiben noch alle hier. So, jetzt gehen wir ein bisschen mal davor. Falls hier noch ein Turm ist, will ich ihn jetzt abschießen. Kein Turm hier. Normalerweise wäre hier sonst irgendwo ein Turm. Ich glaube hier, wo dieses Dings wäre. Okay. Ich glaube, dann haben wir nur noch die Verstärkung, wa? Kann mich aber auch irren. Nachher sind die hier irgendwo. Erst mal ein bisschen prüfen. Hier mit Genlock. Wo sind die Gegner? Also ich vermute, hier ist noch irgendwo eine Gruppe. Moving to designated position. Na gut, dann gehen wir jetzt vor. Also, ich sehe keine Gruppe mehr. Vermute auch nirgendwo mehr eine. Wenn wir jetzt schon hinter das Gebäude gucken können. Oder die warten hier irgendwo, ich sehe sie gerade nicht. Dann soll ich warten. Wir laden die Leute nach, die es müssen. Es ist Killing-Time. Je suis de retour. Moving to Overwatch. Vigilance. Okay, jetzt gehen wir weiter vor. Fangen wir hier an. Auch mal scannen können wir leider nicht. Ich glaube, es müsste eigentlich alles clear sein. Das waren jetzt drei Andromedons. Hier mache ich gerade viel Wind um nichts. J'y vais. I'm going. Ist nichts mehr. Alles clear. Scanning. Via par là. I'm on it. Moving Overwatch. You gotta think like a tree. On Overwatch. Hier ist nichts mehr, Leute. Was? Alles angeguckt. Let's do this. Aucun problem. Ja, ich glaube auch, nur noch die Verstärkung. Ich hätte aber mit mehr Gegnern gerechnet. Das sind nicht 25 plus, wie sonst immer. I can handle that. On my way. Okay.
Okay. Je suis en route. Back online. Sure thing. Tired of waiting around. Scanning. Die haben wir ausgelassen? Hier ist eine Gruppe Leute, die haben wir ausgelassen. Na gut, wenn die nicht kommen, kommen sie halt nicht, ne? Sind sie jetzt selber schuld. Let's build a happy little cloud. Das da drin wird wohl kaum Wasser sein. Shan, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität, keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die also egal, was da ist. Bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Die sind auf dem Weg zu uns. Die sind unterwegs zu uns. Egal, was da noch ist, die sind gerade auf dem Weg zu uns. So I tell you what, let's get started and do it. J'y vais. Ich will nicht unbedingt alleine dahin langklappen. Seems doable. Wenn ich da einen Feldposten mehr bekommen würde. Let's move already. Überleg mal, wie lange wir da auf dem Baum abgekackt haben. Wir haben nichts gesehen. I'm all over it. Whatever you say. Die würden wir eh keinen Feldposten kriegen. Die auch nicht. Absolutely. Here I come. Also haben wir jetzt nur zwei effektive Feldposten. Oh nee, stimmt gar nicht. Sie kann doppelt drin und kriegt Feldposten. Hab ich ganz vergessen. Hip-hop, hip-hop. Ein Mac, der bewegt sich nicht, wenn er abgeworfen wird. Der geht nur in Feldposten. Das heißt, sie haben zwei Ziele, auf die Overwatch funktioniert. We've got Advent here. Yeah, Streifschuss. We don't make mistakes. We have happy accidents. They see me. Na gut. War jetzt ja nicht die Welt. So, Hitchi. Ich lass mal sehen. Découpez-les en morceaux. Salve. Wir haben Bluescreen-Munition, die sollten wir auch nutzen. Manix, ich grüße dich. Komm zurück. Catch. Multiple targets down. Elog ist Colonel. Meld ist auch Colonel. Opelius kann keine 12 Schaden dealen. Müssen wir ein bisschen lower schießen. So, Coppelius, schaffst du es 6 Schaden zu machen? Die müssen 9. Ja, mach das mal. So, dann können wir eigentlich gleich abhauen. Packen wir noch ein paar Feldposten, einfach nur, falls die andere Gruppe doch noch kommen möchte, dann nehmen wir die auch noch mit. Ja, das ist letzte Runde für mich, wenn die von da, also letzte Runde, dass ich jetzt warte. Wenn die kommen, will ich dann ein paar Mal schießen. Okay, das war's.
Die wollen wohl nicht. Die haben schon. Haben also eine Gruppe komplett übersehen anscheinend. Die hat ist uns gekonnt ausgewichen. Die haben gar nicht mitbekommen, dass ihre Basis angegriffen worden ist. So, damit haben wir das aber geschafft. Und wir haben wieder Zeit. Ja, wir haben wieder Zeit. Ready to boogie! Flawless! Avenger, ihr Feuerwehr! Das Paket ist in Sicherheit! I'm going! Oh, we just got... Ready to boogie! Je reste pas dans le coin! Ja, das waren nicht so viele Gegner diesmal. Sonst waren es mal 25 plus. Alle Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Mission erfüllt, Commander. Wir haben drei ausgelassen. Dort getroffen, wo es weh tut. Waren doch 25. Dies war ein Ort, haben wir uns verzählt? Den ein liebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Aber wir irgendwas haben, sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. Wir haben drei Gegner nicht gesehen, ne? Wir haben drei Leute nicht gesehen. Würde mich schon interessieren, ne? Was es nun gewesen wäre. Aber wir müssen uns verzählt haben, also es waren 25. Die Mission in 8 Runden, das wäre wirklich meine Aufgabe, da hast du recht. Da musst du stürmen, stürmen, stürmen und so viele Gruppen wie möglich in einer Runde machen. Ich würde sagen, es hat gut geklappt. Ich bin kurz auf dem Klo und ich bin gleich wieder da. Eine Minute, bis gleich. Keine Chance, Commander. Na, ich muss sagen, läuft doch ganz gut. Also ich habe das schon schlimmer. Als ich den Stream heute gestartet habe, hatte ich allerdings das Bedenken, dass wir nicht die Kohle haben werden, um die ganzen Waffen herzustellen. Ich bin aber überrascht, dass das so gut klappt hier, dass wir so schnell, obwohl wir kein Geld hatten, alles upgraden konnten. Denn wir haben ja echt lange Zeit mit unseren Magnetgewehren und Gaussgewehren geschossen. Auf Feinde, die genauso hart waren wie jetzt gerade. Na, also das war schon nicht schlecht. Leider wurde niemand befördert. Nachdem wir nun das scheinbare Aber unser Psi-Soldat ist in Ausbildung, ne? Haben, unser Psi-Soldat ist in Ausbildung. Einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Verteidigungsmatrix. Mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Eine beeindruckende Leistung, Commander. Die Zerstörung Ihrer Geheimeinrichtung wird den Fortschritt der Aliens zweifellos verlangsamen. Dennoch ist die Zeit knapp. Stimmt. Hörgelmöth. Danke dir, ja. 2400 bist du. Du bist der 2400ste. Mann, Mann, Mann. So. Alien-Legierungen. Haben wir 411 aktuell. Ich würde sagen, die Informationen sind aktuell wichtiger. Kontakt erstellen können wir aktuell nicht, da uns die Informationen fehlen. Also holen wir uns hier die Informationen, auch wenn es nicht viele sein werden. Avenger berechnet neuen Kurs. Oh, das stimmt. Noch 600 bin ich blau. So. Ein Tag. Strategische Ressource gefunden. 43 Infos. Ich hatte doch irgendwas mit 600... Ach ja, das waren die Servorüstungen. Wollen wir mal gucken, was wir verkaufen können? Es gab gerade eine Menge Leichen. Avenger berechnet neuen Kurs. Ja, ne? Also ich erwarte auch momentan auf die Verteidigungsmission. Die müsste normalerweise jeden Moment kommen. Immer noch ein paar Offiziere hier. Können wir weg. Gesichtslose. Oh, doch eine Mimik, ja. Wir haben jetzt 4 Stück. Ich glaube, die werden wir nicht mehr benötigen. Viper bräuchten wir für Feldmedizin. Ich glaube, die werde ich niemals herstellen. Newton habe ich bereits. Schildträgerleichen weiß ich momentan nicht, was ich damit machen soll. Wir brauchen halt 600 Money. Tiefenrohr werde ich nicht mehr benutzen. Magazinerweiterung werde ich nicht mehr benutzen. Die Schaft werde ich auch nicht benutzen. Nur überragende Sachen. Das Datenpad werden wir entschlüsseln für Informationen. Fortschrittliche Beweglichkeit werde ich nirgendwo einbauen. Denn ich möchte gar nicht, dass wir Leute ausweichen müssen. Torwächterpanzer behalten wir. Irgendwas war damit. Irgendwie, aus irgendeinem Grund sind die Dinger wichtig. Adventssoldatenleiche. Die haben wir schon bereits komplett durcherforscht. So.
So. So, gucken wir mal ganz kurz. Jetzt haben wir 707. Vielleicht brauche ich irgendwas für die Servorüstung, ja? Gucken wir mal ganz kurz. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Am besten was ich gerade verkauft habe. Ne, ich kann sie bauen. 600 Vorräte, 90 Elgenlegierung, 75 Illyrium-Kristalle. Bam! Das war teuer. Das ist unsere Standard-Servorüstung. Sie bietet die Belastbarkeit, die man von einem großen Kampfanzug erwarten würde. Klopf, klopf. Ja, hält. Ja, Psi-Verstärker. Gute Idee, ne? Also wir müssten auf jeden Fall noch den Alien-Psi-Verstärker bauen. Und genau da, genau deswegen braucht ihr das Ding auch. Vater, die Kugeln. Wäre sicher stolz für den Alien-Psi-Verstärker. Zum das ersten war's. Mal seit langem stellen wir für die Aliens eine Gefahr dar. Und das wissen sie. Okay. Hoffen wir mal, dass nach drei Tagen die angegriffen werden. Daran erinnern, wofür sie kämpfen. Ein Relais bauen könnten wir noch machen. 6 Tagen kommt die Vorratslieferung. Da kriegen wir keinen Kontakt mehr hergestellt. Aber wir könnten ein Relais bauen. Ich möchte ganz gerne All-In besitzen. Da fehlt uns noch ein Land für. Und das wäre hier wahrscheinlich... Ist Russland? Keine Ahnung, ist glaube ich Westasien, ne? Nennt sich das da Westasien. Sorgen wir dafür, dass wir demnächst, wenn wir Informationen haben, dass es nicht ganz so teuer wird und bauen hier eine Relais hin. Setze Kurs auf die Arktis. Forschung haben. Wir erforschen gerade Informationen. Bam, 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 bam. Was haben wir denn hier? Ein Wissenschaftler. Hm, ich muss sagen, es läuft eigentlich mit Wissenschaftlern. Spezi. Colonel Roy Murray. Schütze Geralt. Ich denke mal, es wird's auch. Ja, hier, ich möchte Geralt haben. Ich will auch den Spezi sehen. Je mehr Leute wir im Petto haben, umso besser. Setze Kurs auf die indische Region. Das Traumteam, ja? Das Traumteam, meine Damen und Herren. Ich überlege jetzt fast, ob ich die Exo-Rüstung weglege. Gut, genug überlegt. Nein. Wir brauchen jetzt aber den War-Anzug demnächst. Sky Ranger, wir sind da. Alles läuft nach Plan. Ja, der Widerstand nutzt scheinbar schon länger einen alten Datenzugang zum Advent-Netzwerk, den die Aliens bis vor kurzem nicht kannten. Das letzte Trinken hier aktuellen gefunden. Aufklärungsberichten zufolge sind die vom Widerstand gewonnenen Daten kritisch für die jüngste Operation der Aliens. Leider rückt Advent jetzt aus, um das Gerät zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Gebiet. Schützen Sie das Gerät um jeden Preis. Die Testkammer haben wir noch gar nicht zur Auswahl. In der Hauptquest sind wir nämlich eigentlich noch ganz am Anfang. In der Hauptquest.